Aber gut, ja, da haben wir erstmal wieder ein bisschen was zu lesen. Oh. Und erstmal ein bisschen richten. So. Gehen wir runter. Da haben wir die Ziele. Sichern Sie in Marke 3a, falls in Inflation vorliegt. Leiten Sie das Sterilisationsprotokoll wie auch immer ein. Bla 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 bla. Okay. Aber die hatten halt tatsächlich auch schon dezente Pläne. So, dann gehen wir hier mal rein. Und es ist ein Fahrstuhl. Okay. Und der Fahrstuhl sagt, nö, er funktioniert nicht. Jetzt kommen hundertprozentig irgendwelche komischen Gegner. Wir haben... Ja, Stase ein bisschen. Okay, scheinbar einfach nur überlastet. Da haben wir der. USM Valor. Na komm. Nur mach. Aufzug. Achso. Okay. Da kann man natürlich dann lange warten. Gut. Ja. Machen wir Tür auf. Nehmen wir uns den okay. Nee, hinter mir. Moin. Nichtsdestotrotz, wo ist denn hier mein Ripper? So, Kollege. Auch wenn du schneller bist, gegen meine Kreissäge kannst du trotzdem nichts anhaben. So. Ich weiß, hinter mir ist noch irgendwas. Irgendwas, was dezent nervt. Ach, du da. So ein komischer Brocken. So. Zack. Na gut, das Medikit nehmen wir gleich mal mit. Hat der Rochen mir noch irgendwas gegeben? Wahrscheinlich nicht, hä? Gut, ich muss den wahrscheinlich erst noch kaputt machen. Flammenwerfer. Die Kanone. Zack. Nehmen wir halt den Energiekern, wenn der andere halt nicht will. Ja gut, der ist halt schon durchgebrannt, ne, wahrscheinlich. Aber gut, da kann ich auch lange natürlich stehen. Wenn da kein Strom ist, ist da kein Strom. Mr. Clark? Hallo? Ich muss mit Ihnen sprechen. Wer ist da? Dr. Terence Kine, Wissenschaftsoffizier der Ishimura. Ich habe den Marker für die Kirche untersucht. Ich spreche nicht mehr mit Ornithologen. Aber der Planet wird nicht ruhen, bis der Marker zurück ist. Hauen Sie jetzt nicht ab! Ach nein! So. Kollege, ich hau aber ab und du? Welche? Okay. Nehmen wir mit, ihr kennt das ganze Spiel. Umso weniger muss ich nachspielen. Da haben wir 6.1. Letztes Mal war am 31.12. glaube ich. 23. Zack. Oh, zurück. Ja, komm. Nutzen wir einen Flammenwerfer in der Hoffnung, dass es mal ein bisschen positiv für uns läuft. Seht ihr das auch noch? Lass mich raten. Ihr geht mir so in der Wars auf Nerven, dass ihr nicht sterbt. Okay, ob das jetzt so... Okay. Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Sonst hätte ich die ganzen Kram nochmal machen müssen. Hätte ich 6 Minuten nachspielen müssen. Gut, das heißt, die Explosion ist kacke. Das bedeutet, wir müssen erst, denke ich zumindest, die komischen Platinen da durchschießen. Die da. So. Damit ist das. Okay. Nein, so auf jeden Fall nicht. Also ich könnte die halt mit der Stase belegen, dass die halt nicht so ekelhaft sind, die Typen. Da ist schon mal Fakt 1. Wenn ich die kaputt mache, explodieren sie, ist natürlich nicht so geil. Hoppla, falsche Taste. Kann ich die rauslocken? Sorge den Sprengkopf. Huh. Würde mich halt ganz gerne mal umgucken. Ah, Moment mal. Ja.
brauchen Energiekern. Frage ist, wo ist der Energiekern? Vor allem? Okay, offline. Ich probier's mal. Da müssen wir rein. Das Ding ist generell verschlossen, okay. So. So. Müssen wir halt irgendwo einen Sprengkopf herkriegen. Ja gut, wir werden halt wieder sterben. Ja. Okay, ich muss vorher eine Stase wegnehmen, dass ich halt wirklich mehr Geld, mehr Geld sag ich schon. Mehr Dingens hab. Dass ich mehr Stase hab, dann kann ich da hinten hinlaufen. Der Dude, der da so aktiv umher sprintet, den mit Stase belegen, Energiekern holen. Und... Ist das egal. Da. Benutzen. So, zack, zack. Okay, dann machen wir jetzt mal schnell. Der kommt da raus. Oh ne, das ist natürlich jetzt kacke. Wir ziehen den mal hier hinten hin. So. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So. Zack. Das ist natürlich jetzt weniger gut. Dass er mir halt direkt den Weg blockiert hat. Zack. Gehen wir nochmal ein bisschen dichter. Ich brauche jetzt nochmal eine Stase. Zack. Den da rein. Okay. Und jetzt war der andere Dude, der das explodiert hat, oder was? Ja, Vorsicht, radioaktive Strahlung. Ihr wisst gar nicht, wie nervig der gerade ist. Diese olle Meldung. Jedes Mal jetzt zu hören. Oh, probieren wir es einfach nochmal. Warum auch nicht? Zack. So, Dude, komm her. Zack. Zack. Vor allem Eis, er kann mit dem Scheißteil ja auch nicht sprinten. Warum? Weiß ich nicht. So. Jetzt hat er das falsch. Jetzt muss ich den nochmal einmal. Wo ist er denn jetzt da? So. Nochmal Stasis drauf. In der Zeit können wir nochmal Stasepack nehmen. Nochmal einen Stasepack. So, in der Hoffnung, dass es jetzt vielleicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt. So. Aber das sieht gut aus. So. Okay. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr passieren. Sehr schön. So. Ist ja nicht so, dass es einfach nervig war, gerade die Mission. Das war ja das. Das hier. Der gibt mir jetzt nichts wieder, oder was? Naja, immer ein bisschen Plasma-Energie. Was ich eigentlich brauche, ist mehr eigentlich eine Stasis-Station oder sonst irgendwas, womit ich halt ein bisschen was weitermachen kann. Beziehungsweise mal ein paar Gegner. Ja. Oh, eine Speicherstation. Sehr schön. Alter, ich hab keine Ahnung. Ich glaube 6 Minuten. Ja, halbe Viertelstunde dran gesessen. An diesem allen Müll. Aber gut. Also na, einmal rein da. Mal gucken, ob ich da vielleicht ein bisschen was kriege. Nein. Muss da sogar rein.
Da ist nix. Ob die Credits nehme ich nochmal mit. Und da war auf jeden Fall irgendwas drin und das nehmen wir auch nochmal mit. So, rein da. Oh ja, okay. Gut. Ich dachte, wäre halt wieder einer so mit so einem mit Stase. Ach so, ihr seid es. Dagegen ist der Flammenwerfer natürlich nicht schlecht. So. Kribbelt, krabbelt hier noch irgendwas umher? Hört sich nicht danach an. So. Credits. Machen wir mehr Credits. Oh, zwei sogar. Einfach reinhalten. Das ist natürlich praktisch. Die können sich halt durch die Stase nicht bewegen und wir können die einfach mal abwackeln. Mir tatsächlich sehr guten Schaden machen. Verdammt viel Schaden. Und der Flammenwerfer echt scheiße dagegen ist. Naja. Versuch war es wert. Ich habe halt so viel Munition für den Flammenwerfer. Abgesehen von den kleinen Krabbelfiechern ist es halt so. Echt nicht wirklich nützlicher Ding. Na gut, egal. Stase-Projektil. Nochmal Stase-Projektil. Den Schießstand. Warum sollte ich den Schießstand aktivieren? Macht für mich jetzt aktuell nicht so wirklich Sinn. Warum krieg ich so viel Munition für ein Impulsgewehr? Gut, vielleicht... Ja, Nee. Ich hab gedacht, dass man vielleicht nochmal ein bisschen Munition oder sowas bekommt. Irgendein Gimmick. Oder sonst irgendwas. Dass man halt vielleicht an den Dingern rankommt. Aber gut, dazu habe ich die falsche Waffe mit. Und tatsächlich will ich da jetzt auch nicht irgendwie Munition noch verschwenden. In Sachen, ja komm, ich versuche jetzt da mal ein bisschen Munition oder sonst irgendwas rauszubekommen. Oh, der hat sein Bein in der Hand. Und nicht gerade ein schönes. Interessanterweise, das lebt er noch. Normalerweise hat er... Okay, jetzt ist er tot. Ich wollte sagen, normalerweise hat er so einen hohen Blutverlust. Ja, lauf mal durch. Das ist eigentlich rein theoretisch... Da, also, dankeschön. Dass er es nicht wirklich überleben könnte. Oder würde. Wem hat da... Wir probieren es einfach mal. So. Da halten wir jetzt einfach mal rein. So, Kopf ist ab. So. Tot ist er. Und da war gerade irgendwas mit Nicole. Haben wir nochmal Stase. Jetzt kriegen wir natürlich wieder Stase und Mast. Das ist natürlich mehr wie gut. Na gut, man. Gut, dass die anderen Dudes aber auch ihre Stase-Dinge haben. Isaac, hörst du das? Das ist Chen. Da auf dem Ricklink. Hab ich ihn lebendig eingeschlossen. Chen ist tot. Das weißt du. Ich kenn doch meinen verdammten Corporate. Chen, komm rein. Oh. Ich will wissen, was da ist. Na komm, mach Brutzel, Brutzel. Sicher, sicher. Was haben wir hier? Das war relativ gut gesichert, also beziehungsweise Plasmaenergie. Ah, natürlich. Vielleicht sollte ich mal den Flammenwerfer wegpacken, aber durch die ganzen Krabbelfiecher, vor allem wenn die ganzen Mini-Rochens und die anderen komischen Tentökels da am Start sind, ist es an sich gar nicht mal so schlecht, die zu haben, den Flammenwerfer. So. Also von daher ist es auch wieder gar nicht mal so schlecht, ihn mitzuhaben. Frachtraum. Da sollen wir rein. Da haben wir nix. Jetzt gehen wir mal in den Frachtraum rein. Okay, hier soll also irgendwo der Kern sein. Oh ja. Bin gespannt.